Mein Name ist Agnes Scherer, ich bin die neue Professorin im Fachbereich Malerei am Kunstwerk Mozarteum. Ich habe Kunstgeschichte, Archäologie und Kulturanthropologie in Tübingen und Wien studiert und danach Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf. In den letzten Jahren habe ich ausgehend von einem erweiterten Malereibegriff bildnerische Musikperformances und narrative Installationen entwickelt. Mir geht es darum, Malerei vielseitig einzusetzen und das Bild über den Bildträger hinauszudenken. Ich denke Malerei eng im Kontext anderer Kunstformen, arbeite transdisziplinär zwischen traditionellen Bildformen und Objekttheater. Daher begeistert mich am Mozarteum, dass hier nahezu alle Kunstsparten vertreten sind. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, an einem engen Austausch zwischen der Malerei und anderen künstlerischen Bereichen mitzuwirken. Sei es Musik, darstellende Künste oder Szenografie. Außerdem interessiert mich auch die interuniversitäre Einrichtung Wissenschaft und Kunst sehr. Aufregend. Soll sich nicht langweilen, aber auch herausgefordert werden. Finde ich hier ganz viel. Macht auch Spaß. Ist unheimlich charmant. Zum Beispiel auch, dass ich hier mit Theaterlicht gefilmt werde.